nervig zwischendurch. Aber wo. Der wurde aber. Ach, genervt? Nee, das weiß ich nicht, ob der genervt wurde. Also, wie gesagt, ich habe immer noch kein Xbox-Update geladen. Kein Plan. Ich fand den nervig zwischendurch, weil der macht immer diese komische. Ding, 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 ding. Und da musst du halt. Also, was ich sehr schwierig finde, ist dieses Ganze immer durchschalten von den Sachen, weil dann guckst du natürlich nicht, was der Gegner macht. Und schaut mal, es war echt oben auf dem Messer, es schneide. Und ich hatte auch keine. Noch, er hatte noch eine Full-Minis-Ladung gehabt. Was hat er denn sonst für eine Attacke gemacht, wenn er jetzt so krass genervt wurde? Der Verfall nervt, weil die Waffe schnell auch stumpf wird. Ja, das ist auch so. Aber ich habe ja immer diese Ampullen genommen. Dann geht das eigentlich. Ich muss halt dazu sagen, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen höher vom Level. Also, oh, wir können mit einigen Leuten reden. Warum ist denn das erste jetzt hier durchgestrichen? Kann ich nicht hinreisen. Das ist ja interessant. Ich glaube, ich bin schon Level 73 oder so mittlerweile. Warte mal, sehe ich das hier? Ja, 73 bin ich. Ach, da steht ja auch sogar, wie viel Ergo ich brauche. Na, das ist ja interessant. Wir sollen jetzt reden. Und zwar Venigni, Antonia und dem Hund hier. Dann reden wir erstmal mit dem, weil der steht ja schon hier. I knew you'd do it. I had a feeling you'd be the perfect bait. Was? I got what I wanted thanks to you. Der perfekte Köder? The last hero weapon is finally in my hands. I knew where it was, oh, but I didn't dare lay my hands on it. The swamp is too dangerous. Someday soon, you'll see. You have my thanks. And you've earned a nickname. Alidoro's best bait. See you at the hotel. Ich war also nur ein Köder, ja? Thank you for your hard work. Alidoro's best bait. Let's go back to the hotel and celebrate the spoils of the hunt. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich fand den Alidoro bisher eigentlich ganz nett und ich glaubte auch nicht, dass er uns verraten würde, aber dadurch, dass er sich jetzt diese andere große Waffe da geholt hat, habe ich ein schlechtes Gefühl, bin ich ganz ehrlich. Du bist so schwer. Nee, ich bin noch im Rahmen. Ich bin etwas schwer. Noch geht's. Ich will halt eigentlich immer auf Ladung jetzt leveln, damit ich ein bisschen mehr tragen kann. Scheiße. Da-dum, 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 da-da-da-da. Nur ist halt die Frage, ist der jetzt da wieder zurückgekommen? Whatever choice you make, I shall wait for you. That is why I'm a listener. To bear a witness. So. Aber wir haben auch schon wieder alles verschmissen gehabt, ne? Du verbrauchst aber auch mehr Ausdauer bei allem. Was? Ich verbrauche mehr Ausdauer, wenn ich maximale Ladung erhöhe? Warum? Whatever choice you make. Oder meinst du, wenn ich schwerer bin? Das ist mir schon klar, weil ich ja dann auch so Fat Roll und sowas alles mache. Darum will ich ja das halt so ein bisschen leveln. Nur, ich komme halt nicht drum herum. Ich hab ja eigentlich schon einen relativ leichten Dolch. Und mein Legionsarm ist ja auch der Elektroarm, der ist nicht so schwer. Ich habe halt ein paar Bauteile in mir drin, die halt ein bisschen schwieriger sind, glaube ich. Wo kann ich denn das sehen, welche Bauteile ich in mir drin habe? Hier. Hier, da habe ich zum Beispiel das Verteidigungsteil. Der Schwergewichtsrahmen, der alleine hat schon 16,2 Kilo. Oh, ich habe sogar noch einen besseren jetzt bekommen. 19,4 sogar. Hier habe ich zum Beispiel das einfachste Amulett genommen. Damit wir das andere halt ein bisschen stärker machen können. Und eine mittlere Spritze.
eine mittlere Kartusche. Etwas schwerster noch im Rahmen, habe so das ganze Game durchgespielt, war aber auch voll auf Entschlossenheit geskillt. Ja, das Problem bei mir ist, ich kann nicht mehr auf Entschlossenheit skillen, weil wenn ich jetzt mehr auf Entschlossenheit machen würde, dann würde das da oben bei physischem Angriff einfach nicht weiter steigen. Also ich habe das Gefühl, ich habe das Max-Level da erreicht. Ich bin jetzt halt viel auf Fortschritt gegangen, weil Fortschritt halt meinen Elektroblitzangriff steigert, also die Legionswaffe. Und halt den Feuerangriff, den ich halt in meiner Waffe drin habe. Weil ihr ja sehen könnt, bei meiner ersten Waffe ist zum Beispiel die Entschlossenheit auf D. Also die ist gar nicht so gut. Technik ist C, das ist noch okay. Aber zum Beispiel Fortschritt ist bei meiner ersten Waffe, und das ist ja der Dolch, das ist halt A. Und das ist halt sinnvoller, die Waffen, die ich schon, wo du da halt einfach schon einen höheren Buchstaben hast, dass du das halt weiter levelst. Zweite Waffe habe ich zum Beispiel gar nicht, könnte man theoretisch nehmen. Frage ich mich echt, wie das mit dem Gewicht dann sein soll. Weil du kannst ja auch die Legionswaffe nicht ablegen. Und die habe ich zum Beispiel auch, Entschlossenheit und Fortschritt. Wir könnten die wahrscheinlich nochmal mit einer Kurbel oder so abändern. Dass wir da eher die Technik hier wegnehmen. Aber habe ich jetzt noch nicht weiter in Angriff genommen. Ich habe immer noch keinen Legionsstecker. Ich würde mir gerne die Deus Ex Machina auch noch herstellen. Und hier bin ich halt komplett durch, ne? Die habe ich halt bis aufs Ganze schon durchgelevelt. Puppenschnur finde ich tatsächlich immer noch ganz geil. Aber die baue ich, glaube ich. Obwohl ich das auch cool finde. Mit der Granate. Aber da steht man halt einfach so unfassbar lange rum. Deshalb nutze ich die nicht. Ich hatte im Endgame 65 Entschlossenheit mit A-Waffe. Aber macht das bei dir überhaupt noch Sinn? Also, du kriegst doch gar keine Punkte dazu. Oder? Also maximal nur einen. Das ist ja dann recht minimal, oder? Darum habe ich eher auf was anderes erstmal gelevelt. Ich meine, soll jeder so machen, wie er will, aber... You made the right choice. Lady Antonia is completely cured. She is so happy. I don't even know how to thank you. I know now what a glorious feeling it is to wish for the happiness of someone you care for. Die ist vollkommen geheilt. Perhaps it's presumptuous for a puppet to call that feeling love. I am happy enough just to protect her as best I can. Thank you for saving her and for guiding me through this emotion. Ich dachte ja theoretisch, die würde nicht darüber komplett geheilt werden, weil es ja gesagt wurde, und sie ist ja schon sehr krank gewesen, dass das nicht komplett heilt. Ich kann mir vorstellen, also ich hätte mir vorstellen können, dass das vielleicht nur so ein Aufschwung gerade ist, dass es ihr kurzzeitig gut geht. Ach, guck mal, der steht jetzt hier wieder. Aber ich glaube, ich rede erstmal mit ihm. Ich rede erstmal mit ihr. Mit wem soll ich denn als erstes reden? Ich weiß es nicht. Mit ihr. Come here, child. This is my first chance to get a proper look at you. It's a shame my illness kept me from seeing such a handsome gentleman. Oh, to be young again. You are responsible for this miracle. You have no idea how much it means to me. I have to stay seated as I feel a little lightheaded, but I feel the vigor I thought I'd lost forever. Thank you. If Krat ever holds a proper ball again, I hope you'll ask me for a dance. Das war schön. Du spürst eine Wärme. Be
people have no idea so many secrets are buried in Krat. Ich habe den Polizeiknüppel und die Hände-Axt umskaliert auf Entschlossenheit. Mit einem Hit 6500 Damage mit der Fähigkeit der Waffe. Oh, krass. Ja, okay, why not? Ja, es hängt halt echt immer ein bisschen davon ab, wie du die Sachen skillst dann, ne? I found the last treasure thanks to you. The Saber. A precious artifact from overseas. It'll always remind me of the rascal who stole it, then fell into the nest. I tried to save him, but I failed. Let the punishment fit the crime, I say. And in a twist of fate, you must become the weapon's true owner. Warum ich denn jetzt? Ich will die Waffe gar nicht haben, Digga. Ich hab mein Dolch. Geh weg mit dem. A great weapon calls for a great warrior. Show me that you're worthy to wield it. Kaufen. Oh, was haben wir denn jetzt hier? Wutangriff ausweichen, verfügbar. Das ist natürlich auch geil, wenn die so mit so einem Wutangriff auf dich raufkommen. Erhöht bei erfolgreichem Angriff vorübergehend den physischen Schaden. Ah. Ist das nicht die Waffe, die er hat? Sieht so aus, als ob das die Waffe wäre. Wo ist eigentlich die Katze? Ah, ich muss da mit Vinigny sprechen. Das habe ich noch nicht gemacht. Das machen wir gleich noch. Ich suche erstmal kurz die Katze. Ich will erstmal die Katze streicheln. Ja, Kitty, 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 Kitty. Kitty, 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 Kitty. Hier ist sie nicht. Kann ich das jetzt da rausziehen? Ich kann das immer noch nicht benutzen. Wo ist die Katze? Mal raus, du kleine Miezekatze. Wo ist denn die? Wo ist die Katze? Frau. Sind das eigentlich Disney-Tattoos auf deinen Arm? Nee, nicht ganz. Ganz verschiedene Tattoos. Ich habe zum Beispiel hier den Waldgott von Prinzessin Mononoke in seiner natürlichen und seiner nächtlichen Form. Dann habe ich hier so kleine Waldgeister. Ich habe hier so Planeten hier überall. Und habe hier oben zum Beispiel so ein, ja, kann man jetzt nicht erkennen, weil ich es nicht hoch genug ziehen kann, ein Charakter aus Apex. Dann habe ich hier so verschiedene Charaktere und Sprüche aus Harry Potter. Hallo Daniel! Hallo! Ich habe mir letztes Jahr die ganze Glatze tätowieren lassen. Im neuen Leben würde ich es nie wieder tun. Abartige Schmerzen. Das glaube ich dir, dass das nicht angenehm ist. Oh Gott, Daniel! What are you doing? What the fuck? Vielen lieben Dank für deine verschenkten Abos an Kay, an RTK, an Dark Vanished, an Pepsi Lutscher. Pepsi. Und an Single da Buse 69. Dankeschön. Ey, vielen, vielen Dank für den Support und die Unterstützung. Aber ich will gar nicht weiterspielen hier. Weil ich will dich nicht spoilern. Wie weit bist du denn schon in Lies of P? Beziehungsweise
welches Kapitel. Ich glaube, wenn man so Kapitel angibt, dann ist es immer am einfachsten zu sagen, wie weit man ist oder was man schon hat. Weil wenn man sagt, ja, ich bin jetzt schon bei dem Boss gewesen, dann ist es ja auch indirekt eigentlich ein Spoiler, wo man schon war. Ich habe gerade den Bischof gemacht. Ah, okay, dann bist du noch ein bisschen hinter uns. Dann bist du auf jeden Fall noch ein bisschen hinter uns. Dann werde ich erstmal noch nicht rumlaufen. Es sei denn, du möchtest dich spoilern lassen. Aber hast du den Bischof geschafft? Ich muss ja sagen, als ich damals da in diese Kathedrale reingekommen bin, man hat einfach schon gewusst, dass darin das Böse lauert. Also nichts gegen Leute, die gläubig sind, ne? Aber es ist wieder so typisch, dass die Kirche wieder so richtig böse ist. Ey, danke schön für die Unterstützung und die verschenkten Subs. Vielen, vielen Dank. Ja, hat aber ein paar Versuche gebraucht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Spielst du immer noch mit deinem schweren Schwert oder hast du mittlerweile eine andere Waffe? Weil ich habe, ich weiß gar nicht, kann ich das zeigen? Hier drinnen nicht, ne? Ich habe halt einen Feuerdolch. Der ist eigentlich ganz geil, weil ich habe halt die ganze Zeit immer halt auch Feuerschaden zusätzlich zu meinem Elektroarm. Finde ich ganz geil, die Kombi. Und ich bin halt relativ beweglich. Und, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Also ich habe gestern für YouTube, apropos Leute, ihr dürft mir natürlich gerne auch auf meinen Socials folgen, besonders natürlich auf YouTube. Da habe ich gestern auch die Folge geschnitten, wo ich auch den Bischof gemacht habe. Und, da habe ich 13, 14, 15, ich glaube beim 16. Versuch habe ich ihn geschafft. Weil ich habe 13 Versuche hintereinander geschnitten und habe dann, habe ihn dann, glaube ich, beim 16., also ich unter 20 Versuche. Dieses goldene Großschwert, keine Ahnung, wie das heißt, von dem Parademeister oder was, mit diesen 7 Dingern. Das hast du, glaube ich, ne? Aber ich finde das so krass, viele Leute sind ja so, oh, parieren funktioniert gar nicht und so in dem Spiel. Und ich finde das so krass bei dir, dass du einfach parieren kannst. Das finde ich so genial gemacht, dass das bei dir einfach so von der Hand geht und du das so gut hinkriegst. Hey, vielen, vielen Dank, wirklich. Wir haben übrigens unser Tagesgoal heute schon fertig gemacht. Wir können gleich einen Krabbentanz machen, falls ihr Bock habt. Das ist auch mit die beste Waffe in dem Spiel. Dieses vom Parademeister, das Großschwert. Ich glaube gar nicht unbedingt, dass es die perfekte Waffe gibt, oder? Oder die beste Waffe. Weil ich glaube, es hängt auch einfach viel vom Spielstil ab. Weil das ist das gleiche, wie wenn du in Shootern sagst, ja, die Crabber bei Apex Legends ist die beste Waffe, weil die haut halt den meisten Damage raus. Ja, aber wenn du damit nicht triffst und nicht ausweichen kannst und trotzdem die ganze Zeit aufs Maul kriegst, dann ist es egal, ob die Waffe die beste ist. Ich finde, das muss immer so ein bisschen zu deinem Spielstil auch passen, oder? Seit Sekiro kann ich auch gut parieren. Mit dem Stil fühle ich mich auch echt am besten. Ja, aber das passt halt zu dir, ne? Meinst du es halt gar nicht. Ich habe jetzt gestern oder vorgestern ein, zwei andere Bosse gehabt, wo ich echt gemerkt habe, dass Movement und Ausweichen bei mir wirklich sehr viel gebracht haben. Weil da hatte ich gar keine Probleme bei denen. Und es war zum Teil dann halt auch nicht nur einphasig. Und das hängt halt echt ein bisschen davon ab, ne? Das ist echt stark. Trotz halbwegs schnell und skaliert gut bei mir. Das ist nämlich auch so ein Grund, warum ich keine großen Waffen spiele. Ich habe ja zum Beispiel auch diese eine Axt. Die Feueraxt. Und da muss ich sagen, ich finde die echt toll. Ich finde die wirklich geil. Aber ich habe ein Problem damit, weil die so langsam ist. Du musst dann halt echt, wenn ich mit meinem Dolch steche, dann kommt das sofort raus. Und nicht, ich muss erst noch Ewigkeiten dieses scheiß Ding hin und her schmeißen und so. Ich komme damit irgendwie nicht zurecht. Aber klar, wenn du halt ein Weilchen mit der Waffe spielst, dann lernst du ja auch so das Movement von der Waffe und so, dann geht das auch. Aber Sekiro will ich auch noch irgendwann nachholen. Ja, Sekiro, Wolong und so, das sind leider nicht so meine Spiele. Also da würde ich, glaube ich, eher in Dark Souls reingehen. Aber Leute, wir machen mal einen Krabbentanz, oder? Habt ihr Bock? Wegen des Targets Goals. Also alle Ausrufezeichen Crap in den Chat. Oder ihr dürft natürlich auch gerne Hype oder Love reinpacken. Und wir dancen mal kurz ein bisschen zu den Crabben. Dankeschön für das Erreichen des Targets Goals. Dankeschön. Sub. Ferbi, Hallöchen. Dankeschön. Merci. Danke für die Sub. Crab in the chat.
Chat. Crab in the chat. Crab in the chat. Crab, crab in the chat. Crab in the chat. Crab in the chat. Crab in the chat. Crab, crab, crab in the chat. Crab, crab, crab in the chat. Crab, crab in the chat. Crab in the chat. Crab in the chat. Crab in the chat. Dankeschön. Danke für den Support. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für das Erreichen des Tagesgoals. Dankeschön. Vielleicht spielen wir das ja heute sogar noch öfter. Je nachdem, wie ihr Bock habt. Weil es ist die letzte Woche vom September und ihr könnt 25% sparen auf verschenkte Subs. Danke, ihr Lieben. Und ich glaube auch sogar 30%, wenn ihr fortlaufende Subs über mehrere Monate oder irgendwie sowas macht. Und ich glaube auch, wenn ihr halt aufstuft. Aber da bin ich mir auch nicht so richtig sicher. Aber danke auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Zerbi, wie geht's dir? Ich hoffe doch gut. Aber Daniel, ohne dich jetzt zu spoilern, ich habe dich wirklich sehr gern. Und ich habe auch schon angekündigt, dass wir jetzt Montag und Dienstag auf dem Shooter-Evi-Kanal live kommen werden. Und dann wahrscheinlich ein bisschen entweder Dings spielen. Wie heißt das? Valorant oder Apex. Aber ich würde dir echt raten, geh in den Lurk. Weil ich würde gerne weiterspielen und ich will dich aber nicht spoilern, weil sonst ist auch doof. Ich suche eigentlich gerade die Katze, muss ich sagen, aber ich habe die irgendwie nicht mehr gefunden. Alles gut, ich bleibe noch ein wenig im Lurk. Ich will aber auch mich nicht spoilern lassen. Ja, 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 ja. Apex ist Liebe. Ja, ich habe tatsächlich ein neues Tattoo. Ich habe ja auf der... Ich kann euch das vielleicht kurz mal zeigen. Ich habe ja auf der Seite hier... Bitte jetzt nicht meine behaarten Beine begutachten, aber ich habe ja hier Charaktere von Hades und ich habe auf der anderen Seite tatsächlich jetzt Charaktere von Apex, aber die sind bisher nur vorgemalt, ne? Also da kommt noch einiges. Das ist die Ash zum Beispiel, unten ist auch irgendwo die Watson, das sieht man halt echt schnell. Und meine Beine sind auch nicht rasiert, also nicht gucken. Nicht rasierte Beine. Das geht besser. Ich hatte Nacken die letzten Tage, konnte Kopf nicht bewegen. Oder, oh scheiße, hast du so eine Verspannung gehabt oder was? Oh, ich hatte auch einmal, als ich Betten gemacht habe, habe ich so einen Hexenschuss gehabt im Rücken. Das war auch eklig. Also zum Glück geht es dir wieder besser. So einen steifen Hals, einen steifen Nacken oder keine Ahnung, irgendwie sowas zu haben, wo du dir was eingeklemmt hast, das ist gar nicht schön. Da hilft aber tatsächlich Wärme. Da hilft Wärme und einfach nicht bewegen. Das ist die beste Devise, würde ich doch mal meinen. Okay, Leute, wo ist die Katze? Die Katze ist verschwunden. Da ist sie. Ich liebe diese kleine Katze. Guck mal, das ist sogar ein Kratz. Die heißt Spring, die Katze. Die Katze heißt Spring. Die hat einen Futternapf und einen Wassernapf. Ist das süß. Aber ganz ehrlich, war das am Anfang hier schon gestanden, als wir hier das erste Mal gespielt haben? Ist das Eugenes Katze? Das ist so süß. Ich habe den Ellenring im ganzen Nacken. Ist mein einziges Game-Tattoo. Ach, krass, echt? Übelst geil. Ja, ich bin echt ein Tattoo-Fan, aber ich muss auch sagen, jetzt, nachdem ich mein Bein da... Also ich will das auf jeden Fall noch fertig machen, aber ich glaube, dann reicht's bei mir mit Tattoos langsam. Arzt hat Dienstag und gestern Spritzen reingejagt. Heute geht's wieder. Muss er jetzt eigentlich Punkte sparen und darf dich nicht mehr Sport machen lassen. Ja, Punkte sparen wäre halt am besten. Weil wir wollen ja ab Oktober, wollen wir das, also wahrscheinlich dann ab dem 4. Oktober, ab Mittwoch, wollen wir ja dann eine Community-Challenge starten, wo ihr dann 2000 Kanalpunkte pro Stream reinbuddern könnt, um so ein bisschen die Zuschauerzahlen hochzupushen und meinen Kanal einfach zu supporten durchs Zuschauen. Ja, kein Sport heute. Komm, heute kein Sport. Heute nicht. No. Can it be?
It can. Are you hurt anywhere? Ha! You never fail to surprise me, compagno. Now, allow me to return the surprise. This little wonder creates a lead-acid battery in a flash. The Golden Ergo is the purest form of power we can use, and it's nearly perfect. We could power a city block with this. You see, the alchemists ordered transportation from me, powered by this. I'm not sure, but maybe it's still in their underground base. Just one problem with the base. I don't know exactly where it is. I don't know when exactly either. I had to just hand it over immediately after the launching ceremony. Ja, okay, Kniebeugen gehen klar. After all, I am the prince of the Krat social scene and I surrendered to their mysticism. There, it's done. Now take it. A secret alchemist's underground lair. That sounds like something Antonia might well have heard of. You'd better ask her about it. Okay, also wir sollen mit Antonia reden. Eine goldene Bleisäurebatterie. Was macht die? Aus goldenem Ergo von Vinigni. Dies ist das Material, von dem Vinigni sagte, er brauche es, um einen Weg zur Insel der Alchemisten zu finden. Spezielle Ergo-Energie ermöglicht es, Vinigni das riesige U-Boot zu bewegen. Durch ihre Erzeugung kann eine höhere Leistung mithilfe elektrischer Ergo-Simulation erzielt werden. Okay. Na gut, also Kniebeugen. Aber ich werde den Greenscreen wieder nicht wegmachen, weil ich habe immer noch das Problem, dass der etwas broke ist bei mir. Sieht man mich hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dankeschön, Herbie, merci. Aber Spritzen zu bekommen, das habe ich zum Beispiel noch nie gekriegt, wenn ich irgendwie so eine Verzerrung oder sowas hatte. Aber würdest du sagen, das hilft? Wahrscheinlich schon, oder? Du hast ja jetzt keine Beschwerden mehr. Ist fein gemacht. In nächster Zeit hast du echt Ruhe von mir. Ja, ich bin ja mal gespannt, ne? 2000 Kanalpunkte? Wie viele Kanalpunkte sammelt man eigentlich so pro Tag, wenn man zuschaut? Wenn man normaler Follower ist? Entschuldigung. Und wenn man Subscriber ist. Weil ich glaube, wenn man Subscriber ist, sammelt man ja multiplikationsmäßig, ne? Ich glaube, pro Raid kriegst du 250 Punkte. Weil ich... Oh Gott, ich bin hier außer Puste. Aber ich glaube, 2000 Punkte sammelt man nicht pro Tag, oder? Oder doch? Ich weiß es gar nicht. I heard what happened at the exhibition. How frightful. It's no wonder you're trying to track down the alchemists. I'll tell you one thing. Many secrets are buried in the city of Krat. The same goes for this hotel. Beneath us. There is a passage connected to an underground base of the alchemists. Was? It's where Ergo's vein was first discovered, long ago. Until the petrification disease, the hotel worked hand in hand with the alchemists. But I didn't know they'd be so corrupt. Everything changed when Simon became their leader. Oh, I thought the survivors of the exhibition would be different. But they're just as corrupt. The passageways to the underground base are locked from their side. We can't get through unless they open them. Ah, also müssen wir rumlaufen. The underground base is the only way to embark for the Isle of Alchemist. If we find the right alchemist, perhaps we can get that door opened. Ja, wir haben doch oben Eisen müssen stehen. I heard that some of them occupy the collapsed tower of the train station. And the collapse makes me wonder whether they had something to do with the recent earthquake. Look into it. Aha, okay. Wir sollen also wieder zum Bahnhof zurück. Kein Problemchen. Kommt aber auch immer ein bisschen drauf an, wie lange man streamt. Aktuell habe ich 37.000. 3K sind aber schon drin. Okay, wenn ich lange da bin, kann ich dich auch täglich Sport machen lassen. Hm, also beides, ja? People have no idea. Sport und Community-Punkte. Aha, so wird das also ein Schuh draus. Können wir da jetzt theoretisch hinreisen?
Nein, können wir nicht. Dann müssten wir doch eigentlich vom Elysium Boulevard rückwärts laufen, oder? Ist das theoretisch the way to go jetzt? Also haben die sich eigentlich ein Kapitel gespart, beziehungsweise eine Szenerie, aber haben die halt umgeändert, beziehungsweise abgeändert. Das ist ja geil. Die Frage ist nur, der erste Boss, der im ersten Kapitel war, kommt der dann auch wieder? Hoffentlich nicht. Das wäre nämlich richtig scheiße. So, welchen Würfel habe ich denn da jetzt dran? Sehe ich hier irgendwo meine Würfel? Freundschaft, Wunschstein, okay. Den kaufe ich jetzt nochmal zweimal. Stalker, please. Den hier. Weil die finde ich tatsächlich, glaube ich, ganz gut. Aber man kann eh immer nur zwei benutzen, ne? Scheint so. Ein wildes Bumblebee ist erschienen. Das ist ja süß. Das ist einfach richtig cute. On the Boulevard of Broken Dreams. Bin halt auch gespannt, ob irgendwas nochmal mit den Kaninchen passieren wird. Weil die haben ja Rache geschworen. Sprich, die müssten eigentlich wiederkommen. Oh Gott, und nicht, dass die den Bruder da irgendwie was gespritzt haben und der dann auch zu so einem komischen Hulk wird oder so. Da gibt es ja echt unfassbar crazy Möglichkeiten in diesem Spiel. Kann man jetzt einfach hier so zurücklaufen? Wir haben Sex? Oh.